Und so sieht der dann aus. So, der erste Schritt ist einfach den Ball zwischen euren Beinen zuzuklemmen, also dass er nicht rausrutscht. Der zweite Schritt, also das ist jetzt zum Üben, dass man einfach mit dem Ball hochspringt und vielleicht noch die Knie so einzieht, also ohne den Ball loszulassen. So. Am besten ist es, wenn man hier mit dem Knochen den Ball festhält, mit beiden Knochen so. Und dann hochspringen. Boah, das war knapp. Und das könnt ihr dann halt ein bisschen üben. Der rutscht halt einfach raus. Ist schon schwierig. So, wenn man springt, so schwieriger ist es. Und das war Schritt 2. So, der dritte Schritt, nachdem man es festgeklemmt hat. Und während man hochspringt, also man springt so mit den Knien nach hinten. Und während man das macht, lässt man einfach den Ball los. Also. Aber man muss das machen, bevor die Beine hier sind. So ein bisschen früher, dass er über dich fliegen kann. Also, wenn man das dann hier loslässt, dann fliegt er nicht hoch, sondern knallt gegen Po und prallt ab. Deswegen. Einklemmen, hochspringen und gucken. Ja, guck, man muss ein bisschen später loslassen. Sonst prallt er am Po oder am Rücken ab. Vielleicht aber auch am Kopf. Also so. Und dann am Ende könnte man noch ein Bein ein bisschen so wegdrehen, dass der Ball sich ein bisschen dreht und an der Seite so, das sind nicht direkt über euch, sondern seitlich. Falls du noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt Zeit dafür. Denn 92,3% meiner Zuschauer gucken meine Videos, ohne abonniert zu haben. Denn nur und 7,7% gucken meine Videos und haben dabei abonniert. Also, falls du noch keiner von diesen 7,7% bist, dann wird jetzt Zeit dafür. Das war's schon mit dem Tutorial.